Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Garametatron mit einem neuen Livestream, diesmal zu Wolfshunter, dem nächsten DLC von Elder Scrolls Online. Und wir machen heute die ersten Schritte im neuen DLC und machen eine erste Übersicht, ein First Look auf dem Public Test Server. Das Ganze ist also noch nicht live, noch ist es nur zu testen, aber wir können uns schon alles im Detail anschauen. Wenn ihr Fragen habt zum DLC, dann schreibt's in den Chat. Wenn ihr Fragen habt zu meinem Kanal oder zu mir, gerne auch in den Chat oder nachher in die Kommentare, wenn das Ganze veröffentlicht ist. Und was machen wir als erstes? Als erstes müssen wir auf dem PTS einen neuen Char erstellen. Und hier seht ihr das schon, Wolfhunter. Und da haben wir einen neuen Charakter. Die neuen Charakter sind Level, ja... Genau, Champion Level 780. Es gibt 30 neue Champion Level. Also mit Wolfshunter kann man wieder ein bisschen mehr Champion Level farmen und dementsprechend hat man dann auch wieder ein paar mehr Champion Punkte. So, und ansonsten fangen wir hier wieder einen Zauberer an. Damit kenne ich mich am besten aus. Eine Zauberin diesmal. Und wir werden mal schauen, was es denn für Sets gibt, was es für neue Items gibt, was es für neue Dungeons gibt, was denn doch dort so alles im Dungeon erschienen ist oder was erscheinen wird. Und darum gehen wir jetzt auch schon sofort rein ins Spiel. Das war's schon. Ich habe hier mal ein Mädel gebaut, damit es nicht immer so langweilig ist. Immer so ein Hochelfmagier ist ja auch irgendwie langweilig. Ich als Zauberer laufe immer rum. Also auf dem Testserver kann man auch mal ein Mädchen spielen. Yay! Und vor allen Dingen, ja, man kann es auch mal auf 780 spielen, auf dem neuen Champion-Level. Das ist was, was ich noch nicht geschafft habe auf dem Original-Servern. Ich bin irgendwo so bei 350. Hab also noch einiges vor mir. Und da habt ihr schon gesehen, wir zoomen hier gerade ins DLC hinein. Wo wir jetzt rauskommen, weiß ich noch nicht. Wo dieser Muster Char erstellt wird, aber wir werden gleich sehen, der hat schon einiges im Gepäck, vor allen Dingen auch die neuen Set-Items. So, und da sind wir. Da sind ganz andere Damen noch im Bikini und es scheint Sommersaison zu sein. Viele sind hier für den Sommer ausgerüstet. Wir sind schon hier am Eingang der Mondjägerfeste, also schon am Eingang des neuen Dungeons. Und da gehen wir später natürlich auch hin. Ja, nur was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir schon durchlaufen durch das ganze Dungeon. Ihr seht, wo wir hier sind. Das ist also der Eingang hier. Ganz kleine, unscheinbare Höhle in der Schnittermark. Und die Schnittermark, ja, wo haben wir sie? Ich weiß nie, hier beim Altmere Dominion. Genau, hier unten. Da ist das neue Dungeon. Mondjägerfeste, die schauen wir uns nachher mal an. Aber zuerst mal schauen wir über die generellen Neuerungen, die im Spiel so drin sind. Und da seht ihr schon, das Wolfhunter Sammelpaket. Das brauchen wir natürlich, um das Dungeon auch zu betreten. Das Ganze ist noch auf Englisch. Es wird also ein bisschen Sprachausgabe fehlen, denke ich mir. Dann gibt es diese Kronenschriftrollen. Dann gibt es einen neuen Silbermorgenstürmer. Hier also ein neues Pferd. Ist noch ein bisschen buggy auf schiefer Ebene. So, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und einen Werwolf-Ausspüler. Ausspüler, klar. Auf Spürer. Silberdoggen. Ja, also eine Dogge mal. Ist ein bisschen anderes Hundeformat. Und dann seht ihr auch hier Dungeon 2. Dungeon 1 natürlich ist drin. Und dann gibt es neue Ausrüstung. Und natürlich exklusive Belohnungen. Das Ganze kann man auch wieder verschenken. Ihr seht das hier. Und dann gibt es hier noch das Eisherz-Waffenpaket. Wow. Mal in Eisherz die ganzen Waffen kriegen, das ist ja auch mal interessant. Das ist mal was ganz anderes, das habe ich auch bis jetzt noch nicht gehört. Holen wir uns sofort hier mal so ein Waffenpaket, sieht doch cool aus von Eisherz. Zack, haben wir das schon mal und dann holen wir uns auch das Sammlerpaket. Wir sind wie gesagt auf dem Testserver, da kann man alles einfach kaufen und schon gehört es einem. So, und was fangen wir an? Hi ho, Doc F, schön, dass du eingeschaltet hast. Der Erste, der mit mir redet heute Abend. Yay! Es schauen schon über 8 Leute zu, aber nur einer traut sich auch was zu sagen. Das ist doch schon mal super.
wenigstens einer. Wir gehen mal in die neuen Häuser rein, bevor wir uns jetzt auch das DLC, die Dungeons anschauen. Und zwar die große Psychic Villa, die ist demnächst als neues Haus zu bekommen im Wolfshunter DLC. Und dafür müssen wir jetzt mal porten. Als Atreum aus Tamriel entfernt wurde, wurden auch einige der kleineren Nachbarinseln mitgerissen, einschließlich des Umfelds der großen Psychic Villa, einem monumentalen Anwesen mit beeindruckendem irgendwas. Mehr konnte ich jetzt leider nicht lesen, aber das ist ja mal ein richtig monumentales Anwesen. Mit einem super coolen Brunnen hier am Anfang. Mann, das gefällt mir ja schon richtig gut. Und wir machen das Ganze mal möbliert, damit man auch mal sieht, wie es dann aussieht. So, Vorschau, zack. Und schon ist es viel grüner, viel mehr Bäume. Und da haben wir doch auch einen See hier vorm Haus. Ja, ihr seht schon, also ist das da Atreum? Das da ist Atreum selber. Und hier können wir sehr schön an den See. Das ist die Map, also ein riesiger Hafen dabei. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Erstmal gucken wir uns den Außenbereich an. Und hallo FS212 und Lenny SKE. Hallöchen erstmal. So, also hier alles sehr schick. Wir können natürlich hier schwimmen. Ob ich dann wieder raufkomme, weiß ich nicht. Ich habe gerade kein Brett, was ich hier irgendwie hinbauen kann. Deshalb springe ich jetzt mal nicht ins Wasser. Und das ist, wie gesagt, ein neues Housing-Gebäude. Da könnt ihr eure eigenen Möbel hinstellen, mit eurer Gilde euch treffen, Duelle veranstalten. Und habt immer diese coole Aussicht auf diese schicke Insel Atreum dort. So, jetzt sind wir mal eine Etage höher. Und auch hier eine schöne Gartenlaube. Da hinten noch ein Wasserfall. Boah, das ist ein richtig hübscher Bereich hier. Also, das lohnt sich mal wieder. Aber das wird bestimmt wieder so 15.000 Kronen oder so kosten. Das wird bestimmt wieder richtig teuer. Also mehrere Euros. Ob es das als Geschenk gibt oder für eine Questbelohnung, das glaube ich weniger. Und für echt Geld wird es das wohl geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, also für Kronen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das... Ui, hallo Lemmerald, danke für dein Follow, sehr nice von dir. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Insel mit Gold zu kaufen geht. Also ich glaube nicht, dass die hierfür nur 1 Million Gold wollen oder so, oder 13 Millionen Gold. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich glaube eher, das wird eine reine Kronenkiste hier werden. Also keine Kronenkiste, sondern eine Kroneneinkauf. So, und was haben wir dann hier? Hier haben wir nochmal so einen Oberbereich, so einen Außenbereich. Also richtig viele Außenbereiche, riesengroßer Außenbereich vor allen Dingen. Da ragt fast was wie eine Hand raus. Ja, sieht auf jeden Fall sehr korallig aus. Da hinten ist noch ein Wasserfall, also Wasserfälle pur. Und Lars Heinen sagt sogar, na süßer. Ja Lars, das ist ja mal nett. Ja, ich habe extra hier meinen Sommerbikini angezogen für dich. Und danke für das nette Follow auch von Lars Heinen. Das ist ja mal cool. Lupina ist auch da. Hallöchen Lupina. So, also links und rechts wunderschöne Wasserfälle. Hier sogar mit Kaskade und mit einer Treppe. Oh, da gehen wir doch mal die Treppe hoch oder gucken wir uns doch mal den Wasserfall hier von oben an. Mensch, das ist ja cool hier. Und da kann man doch dann richtig schön drin schwimmen, oder? Das ist mal ein neues Haus. Richtig schön, richtig romantisch. Ja, erstmal kurz duschen. So, frisch gemacht, wunderbar. Ich habe nur mein Parfüm vergessen. Egal, stellt es euch einfach vor. Vanilleduft oder so. Irgendwie sowas. Okay, jetzt gucken wir aber auch mal drinnen, weil wir müssen ja mal weitermachen. Wir müssen noch in die Dungeons und alles Mögliche. Wir müssen uns die neuen Sets angucken. Jetzt haben wir erstmal genug hier rumgespielt. So. Und Short Guys Rule sagt auch nochmal ein Follow hier. Sagt auch nochmal ein Hallo. Ja, sehr nice. Danke auch für dein Follow. Emmania ist auch dabei. Und LC3Fox. Cool. Und Paloma, weiß ich nicht, was das bedeutet, aber schön, dass du da bist. Übrigens, es steht noch bei der WM, ich muss mal gerade schauen, 1 zu 0 für Frankreich. Oh wei, oh wei, oh wei. Frankreich kommt weiter. Ich habe eigentlich an Belgien gedacht. Die haben so coole Achterbahnparks in Belgien. Hier Walibi und so, Six Flag und so.
wäre eigentlich cooler gewesen, dass Belgien weiterkommt, wegen coolen Parks und, naja, der Schokolade und sowas. Also, in Belgien bin ich schon ab und zu einkaufen gegangen. Naja, Frankreich sieht so aus, als würden die weiterkommen. So, 1 zu 0. Und jetzt geht's hier weiter. Was für eine große Innenhalle hier. Was für eine riesen Eingangshalle. Das sieht ja mal nice aus. Richtige Platz hier für zwei Throne. Ist eine richtige königliche Villa schon fast. Und da kommt schon der nächste Follower. Sehr nice. Und diesmal ist es Lemerald Twitch. Den Namen habe ich schon mal gehört. Oh, und hier hinten im Hinterzimmer ist noch mal ein Indoor-Pool. Muss ja auch mal sein, ne? Gute Hotels haben ja auch Innenpools. So ist das nice. Fehlt noch so ein bisschen das Sprungbrett oder so, aber ansonsten gar nicht so schlecht mit Aufwärmfunktion hier, mit Bücherregalen. Also netter Bereich hier. Gucken wir mal, ob hier ein Geheimgang ist. Nein, leider kein Geheimgang. Das wäre jetzt noch cool gewesen. Aber ja, das ist also der hintere Bereich dieser großen Villa. Und dann gucken wir doch mal. Jetzt bin ich auch noch hier bei Twitch. Genau, für alle, die Twitch und Elder Scrolls haben. Also die Elder Scrolls Online einen Account haben und Twitch zuschauen, die können Ausrufezeichen Twitch Drops mal eingeben und dementsprechend kriegen die dann, wenn sie Glück haben, eine Ouroboros-Kiste für Elder Scrolls Online. Dann können die die hier drinne öffnen im Spiel. Also hier sowas wie eine Kronenkiste. Ich muss gleich noch skillen. So, Die meisten ja, Kisten sowas hier. enthalten vier Belohnungen. Ja. Auf Und Wiedersehen, diese meine Kronenkisten Freundin. kriegt ihr dann, wenn ihr Twitch schaut und einen ESO-Account habt. So, jetzt müssen wir hier noch in den Nebenraum, damit ihr auch alle wirklich alle Räume sieht. Die Villa ist ja sowas von riesig. Oh, das wird bestimmt lustig, hier irgendwas reinzubauen bis an die Decke. Also hier noch so ein Nebenraum. Da drüben ist genauso der gleiche Raum, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal auch die Etage hoch hier. Es gibt dann auch noch Flügel, habt ihr gerade gesehen. Okay, hier oben ist nicht so viel. Das sind nur irgendwelche Balkone. Da kann man von oben runter jubeln, wenn der Garion kommt. Ha, dann stehen sie alle oben und jubeln von den Balustraden. So muss das sein. Genau, und da hat auch jemand Twitch-Drops eingegeben. Da steht es nochmal, wie es genau geht, damit ihr Kisten bekommt. So, wie gesagt, dieser Raum ist auch so weit oben. Und jetzt gehen wir mal in die Flügel. Links und rechts hat diese Villa auch noch Flügel. Und dann genug zum Housing. Südlicher Flügel der Villa. What? Der ist ja auch gar nicht so schlecht. Also hier so eher der Küchenflügel, schon mal vormöbliert von Cinemax. So. Einmal ein Flügel, so links und jetzt nochmal rechts. Und dann haben wir auch alles gesehen. Ich glaube, dass wir alles gesehen haben hier von diesem Housing-Gebäude. Und hier haben wir jetzt den rechten Flügel. Der ist mehr so das Schlafzimmer, der Schlafbereich, Gästezimmer und Hauptzimmer. Wunderbar, sehr hübsch eingerichtet. Und damit haben wir auf jeden Fall mal die große Psijic Villa gesehen und wechseln auch schon zur nächsten, weil das war nur das erste Haus. Es gibt noch ein zweites Haus, nämlich die Lichtung des Jägers ist auch ein Housing-Bereich und den gucken wir uns jetzt als zweites Mal an hier. Ich mache mich schon mal auf den Weg und da haben wir die Lichtung. Der unterirdische Eingang führt durch ein Portal zu einer Waldlichtung in Hirsines Jagdgründen. Die mit der Lykantopie Gesegneten können in dieser überweltlichen Wildnis ihre Werwolfsgestalt unbegrenzt lang aufrechterhalten. Das hört sich ja cool an. Also kann ich da meinen Werwolf aktivieren? Ich bin so froh, dass ich Werwolf geskillt habe. Der Werwolf wird überarbeitet. Der wird wohl mal ein bisschen sinnvoller. Und dieser Werwolf, ja, der sieht dann auch etwas besser aus, heißt es. Und dann habe ich echt ein eigenes DLC für meinen Werwolf. Hätte da besser mal einen Werwolf gemacht, was? So, hier seht ihr die Map von der Lichtung des Jägers. Bis jetzt sieht es weniger nach Lichtung aus, eher nach einer Höhle mit einem Indoor-Turm. Aber das ist alles schon Housing-Bereich. Ihr könnt da Schränke hinstellen, Lampen hinhängen und so weiter und so fort. Und ui, was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir auf jeden Fall ein Portal, das führt bestimmt auf die Lichtung. Wir sind nicht in einem Dungeon, wir sind in einem Housing. Ja, wir sind in einem Haus für Homestead, wo wir dekorieren können. Und das ist ja auch mal ein cooles Haus, oder? Das muss man ja schon sagen. Also in das Portal gehe ich jetzt gleich erst. Ich gucke noch mal kurz im Keller hier. Ja, noch ein Kellerraum.
kommen die bösen Zuschauer hin. So, alle, die nicht Hallo sagen, die kommen hier in den Kellerraum rein. So, die werden alle eingesperrt. So, und jetzt gucken wir mal, wohin führt denn dieses Portal. Und jetzt geht's noch zur Lichtung. Zack. So. Ein Housing-Bereich mit zwei Zonen. Auch mal was Neues. Die Lichtung des Jägers. Und ist das wirklich das Haus oder ist das hier irgendwie mehr ein anderer Bereich? Also irgendwie kann das doch kein Haus sein, oder? Kann ich hier drin reiten? Nö. Dann scheint es doch wirklich ein Haus zu sein. Das wäre aber ein crazy Haus, oder? Ich gucke doch mal in die Kronenbeschreibung. Kommt mir gerade sehr ungewöhnlich vor. Der unterirdische Eingang führt durch das Portal zur Waldlichtung in Hissernes Jagdgründe. Tatsache. Unbegrenzt Haus. Das ist ein Haus hier. Muss man sich mal vorstellen. Das ist ja mal ein cooles Haus. Also auch hier wieder schön ein Teich mit Wasser. Man kann wieder hier irgendwelche Sachen hinstellen. Hier kann man dann die Werwolf-Rituale durchführen. Und Hallo Feier. Der will auch nicht in den Keller hier von diesen Jagdgründen. In die ewigen Jagdgründe der Werwölfe hier. Auf jeden Fall ein nettes Gebiet. Mir gefällt die Psychica Villa ein bisschen besser. Auch wenn ich Werwolf bin, aber ich stehe dann doch mehr auf Luxus und... Ui, guck mal hier, ein richtiger Monolith hier. Das sieht doch mal cool aus, oder? Mit diesem Mond, mit diesem Blutmond im Hintergrund. Uiuiui, hier können wir aber als Werwolf ganz schön viele Opfer opfern. Natürlich nur Hühnchen oder sowas. Nicht, was ihr jetzt wieder denkt. Ja, auf jeden Fall nice. Also gefällt mir cool, gefällt mir gut. Aber das Dungeon sieht auch gut aus. Da werden wir gleich hier Szene auch mal treffen im Dungeon. Also dranbleiben, gleich geht's mal ins Dungeon. Und gleich gucken wir uns auch mal die Sets an. So, da geht's tief runter. Ich spring mal da von der Klippe. Einfach mal schauen, ob es da Errungenschaften gibt. Da ist noch so ein Monolith. Naja, ist halt alles nicht gerade innen. So wirklich, wo man sich hier mal einen Schrank und ein Bett hinstellen soll, wüsste ich jetzt nicht. Aber Werwölfe brauchen keinen Schrank und kein Bett. Die schlafen ja auf dem Boden. So, also Werwolfs-like. So, dann wollen wir doch mal schauen. So, machen wir mal einen auf God of War und springen hier mal von der Klippe. Yay! So, das war's. Also, Ende Gelände. Wir haben die Housing-Zone gesehen. Ich finde sie cool. Also, die haben sich echt was ausgedacht. Einen Indoor-Bereich, einen Outdoor-Bereich. Und jetzt gucken wir mal nach den Sets. Die Sets schauen wir uns kurz unten am Portal an. Moment, ich beeile mich ein bisschen. So, was gibt es denn Neues? Weil ich muss mich ja jetzt schick machen. So kann ich nicht ins Dungeon. Ich meine, ob die Geister mich dann auch angreifen oder mich eher umschwärmen, ist dann die Frage. Aber trotzdem muss ja nicht sein. Das lassen wir mal. So, was haben wir denn hier? Wir haben ganz viele neue Kisten hier auf dem PTS und können jetzt mal gucken, was es denn hier für Sets gibt. Also Maskensets sind diese ganzen Masken, Eisherz und was es so alles gibt, Elambris. Ja, ich bin ja jetzt hier ein Magier, daher ist Elambris gar nicht so schlecht. Was es für neue Sets gibt, gucken wir gleich im Dungeon an, also für Sets jetzt generell im Gebiet. So, und da habe ich auch schon den Elambris Schulterschutz und Elambris. So, das ist erstmal was, was wir anziehen können. Ja, das macht doch schon mal Sinn. Dann haben wir hier Transmutationsgeoden, damit man auch ganz viel transmutieren kann. Braucht man eigentlich nicht. Und dann hier die Kiste des Verkleidungskünstlers. Und da sind diese ganzen Verwandlungen drin, die ganzen Erscheinungen drin. Seht ihr das, was es hier Cooles gibt? Sieger von Wolkenruh. Ja, Zemaias Schattenhaut. Die können wir uns sofort mal angucken hier. Ich habe die jetzt einfach mal freigeschaltet. So schnell kann es gehen auf dem PTS. Und wenn ich jetzt hier mal die Verwandlung mir angucke. Ne, nicht die Verwandlung, sondern die... Tja, wo sind sie denn? Persönlich? Erscheinungen, genau. Dann können wir hier mal die Schattenhaut aktivieren. Sieht's nicht eklig aus? Doch, es sieht eklig aus. So, hier Gipfel der Schuppenruferin. Das ist Herausforderung. Das ist auch schon lange her. Ja, dann hat man so ein Neon-Tattoo. Und hier Herausforderung der Mondjägerfeste. Das ist ein neues Set. Dann hat man
ja, einen ziemlich unschönen Körper, kann man so sagen. Dann hat man nämlich hier so ein bisschen Fell auf dem Körper. Dann ist man ein wenig ein Werwolf. Durch und durch. Sieht jetzt nicht ganz so Hammer aus, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, so ist es. Wenn man Werwolf ist, ist man ja nicht unbedingt hübsch. Also, das eine Errungenschaft für die Mondjägerfeste. Und Falkenring brauchen wir uns jetzt nicht anzugucken, der ist ja schon länger drin. Ansonsten, wie gesagt, vieles könnt ihr natürlich immer im Spiel erspielen, aber das hier ist jetzt alles auf dem PTS schon freigegeben. So, wie gesagt, auf dem DLC, im DLC gibt es dieses Pferd hier. Wir gehen doch besser mal raus, damit ich das auch mal alles rufen kann. Und gehen mal hier schon mal nach Riften. Riften ist ja eine Hauptstadt. Ihr habt gesehen, das Haus hier ist in Riften, weil da werden die Werwölfe gemacht. In Rift, da ist ein Werwolfschrein und da kann man gebissen werden und dann ist man auf einmal Werwolf. Wie das Ganze läuft, könnt ihr euch eine Anleitung anschauen. Aber ja, da muss man auch überlegen, will man Werwolf sein, will man lieber Vampir sein? Das ist noch die Frage. Zeig doch bitte mal das Gladiatorenkostüm, sagt Doc F. Das gucken wir uns gleich mal an, das ist eine gute Idee. Oben links gibt es ein neues Kostüm, wo man im PvP bekommt. FS212 weiß also auch schon, dass es im PvP neue Kostüme gibt. Die kümmern sich also auch darum, dass das PvP interessant bleibt. Euch suche ich. Ich grüße euch. Mein Gönner möchte mit euch über eine Angelegenheit sprechen, die Einfluss auf das Schicksal unserer gesamten Welt nehmen könnte. Wenn mein Gönner wünschte, die Einzelheiten offen zu besprechen, das Haus der Familie Sadreno in Davons Wacht zwischen der... Okay, das lassen wir mal. Wir haben jetzt also ein neues Pferd. So, das ist im Set drin. Jetzt sehen wir es auch mal live. So sieht's aus. Und einen neuen Hund. Den wollen wir uns auch kurz angucken. Eine Dogge. Diese hier. Silber, ne? Macht ja Sinn. Gegen Werwölfe soll ja Silber helfen. So, und da ist sie. Die Dogge. Die ist dann auch neu. So, und bei den Kostümen hat gerade jemand schon mal gesagt. Oben links Arena Gladiator. Ich wurde zu euch geschickt. What? Da kommt der Nächste, der uns eine Quest geben will. Ich wurde geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Ein Riese. Er hat Riften angegriffen. Oh. Gut, nächste Quest. Nehmen wir einfach mal an. Stört uns nicht. So, und da habt ihr es gesehen. Das ist der Arena Gladiator. So sieht's aus. Mit schön rot drin. Ja, schön im Blut getränkte Fasern. So muss das sein. Und da gibt es Kombinieren von 50 Beweisen des Arena Gladiatoren, die ihr erhaltet, indem ihr Eroberungsmissionen in Cyrodiil abschließt. Mit einer Exultation des Arena. Exultation. What? Ja, ich hoffe, das nicht anstecken. Das wäre ja nicht so gut. So, die ihr bei Kriegsforschern in Cyrodiil kaufen könnt. Also dort eine neue Belohnung für Cyrodiil, wenn ihr im PvP unterwegs seid. Könnt ihr sowas hier haben. Ich guck mal, ob da auch ein Helm bei ist, damit man es auch komplett mal sieht. Also diese Haut sieht so hässlich aus. Mann, Mann, Mann. Da habe ich mir ja was angezogen, oder? So, Moment. Gucken wir mal. Habe ich die Helme an oder aus? Jetzt müsste man es wieder finden. Helm von Verwandlungen verbergen. Ein. Nee. Dann würde ich sagen, habe ich die Helme eigentlich an. Scheint kein Helm bei zu sein, oder? Ich sehe es nicht wirklich. Nö, scheint kein Helm... Oder hier? Waffenstatus, Rüstungsstatus. Nö, sieht nicht so aus. Okay, kein Problem. Wenn ihr es noch wisst, ob es irgendwo noch einen Helm-Button gibt, dann sagt Bescheid. Ich habe ja gerade schon was mit Helm gefunden, aber das scheint wohl es nicht zu sein. Jo, so, das also jetzt mit dieser Rüstung und wir schauen weiter, weil wir haben ja noch die Gladiatoren. Torenrüstung, das hat er ja gerade schon gesagt. Es gibt hier Arena-Sets, ja, die kennt er ja sicherlich auch. Das Fußsoldaten, Winterkind sind alle schon was länger im Spiel. Malstrom-Arena sind alles Malstrom-Arena-Sets. Drachenstern-Arena-Sets brauchen wir nicht.
Dann der Hausbesitzertruhe brauchen wir auch nicht. Ich ziehe jetzt mal den Helm an, die sieht so hässlich aus. So, und dann haben wir hier die Oberflächensets. Das ist einfach mal die leichte Rüstung, die nehmen wir mal raus. Und dann haben wir hier die Prüfungssets. So, auch leichte Rüstung. Ihr könnt euch das dann immerhin schwer vorstellen. Und Schlachtfeldsets. Das sind die Morrowind, die Schlachtfelderrüstungen. Die kennt ihr sicherlich auch schon, wenn ihr in den Schlachtfeldern unterwegs war. Telvar-Rüstungen. Und Verlies-Sets, da gibt es natürlich jetzt neue. Es gibt ja auch zwei neue Verliese. So, und jetzt schauen wir mal da rein. Also erstmal hier leichte Verlies-Sets. Gucken wir doch mal, wo sind sie denn? Die beiden neuen Dungeons heißen einmal die Mondjägerfeste und einmal Marsch der Aufopferung. So heißen die beiden Teile. Und wir gucken mal, wo wir denn die Mondjägerfeste haben und den Marsch der Aufopferung. Die ziehen wir uns mal an fürs Dungeon. Mal gucken, ob es passt. Kammern des Wahnsinns, Kanalisation, Blutschmelkriede, Falkenring, Gefängnis der Kaiserstadt, Masatun, Weißgoldturm, heieiei, so viel. Da, Marsch der Aufopferung, Hanus Mitgefühl. Das holen wir uns mal raus. Und dann die Mondjägerfeste. So, die beiden packen wir jetzt mal aus. Wir fangen mit Hanus Mitgefühl an. Wir haben hier also Hanus Jacke. Und die gibt uns jetzt als leichte Version natürlich, ne? Maximale Magika, Mundussteine und dann Hanus Mitgefühl. Gewährt 124 Magika Regeneration, maximale Magika, wieder Regeneration, wieder maximale. Und dann belebt ihr einen anderen Spieler im Kampf wieder. Erhaltet ihr und der Spieler 15 Sekunden lang größeres Heldentum, was euch alle 1,5 Sekunden 3 ultimative Kraft gewährt. Naja, naja. Auf jeden Fall, Hanu Schärpe sieht schon cool aus. Das ist so ein Wolfskopf jetzt. Und dann haben wir natürlich Schmuck dabei. Wir nehmen erstmal kurz alles raus. So, das ist halt jetzt das Set dafür. Einfach damit man mal was anhat. Und wollt ihr auch die ganzen Mondjäger-Sachen sehen dann für schwer und leicht? Oder wie sieht das aus? Die ganzen Hanu-Sachen sehen für schwer und leicht? So, also der Helm des Gladiatoren ist ein separates Kleidungsstück, muss bei Kopfbedeckungen sein, sagt er. Der Doc F, dann gucke ich da auch nochmal nach. Helm des Gladiatoren, Kopfbedeckungen und separates, da ist es, Arena Gladiator, 20 Beweise. So, das ist jetzt der Helm für 20 Beweise. Für mich sieht das einfach aus wie eine normale Gladiatorenrüstung, ist jetzt nichts so Besonderes, aber... Eine Belohnung für das erstmalige Betreten der Mondjägerfeste oder des Marsch der Ausopferung, dann... der Aufopferung, dann kriegt er hier so einen Van Helsing Hut. Wer das Spiel Van Helsing kennt, weiß, was ich meine. Ja, also ein Hut mit einer Feder dran, so ein richtiger Wolfshunter Hut. Genau. Und so sieht die dann aus. Also, den lassen wir jetzt mal an, weil der ganz nett aussieht. So, den Hut kriegt man also auch als Belohnung, wenn man das DLC einfach kauft und mal vorbeischaut dort. Und wir machen weiter mit den Rüstungsanzieherei. So, jetzt. Moment, Hanus Robe. Ziehen wir mal die Robe an und machen das Kostüm mal aus jetzt. Damit wir dann auch mal sehen, wie denn das Ganze aussieht als Rüstung. Wegstecken. So, und Kopfbedeckung auch wegstecken. So, und da haben wir sie. Die Rüstung. Ja, in leichter Version. Ja, dann hat mir jemand die Hörner aufgesetzt. Das ist also Hanusjacke, eine Jägerjacke hier. Und die ziehen wir auch mal an. So, und dann sieht so aus. Das ist die leichte Rüstung. Also so sehen wir aus, wenn wir das Set zusammen haben. Gar nicht so schlecht. Okay, jetzt machen wir das Gleiche. So, erstmal Hanus alles anziehen. Einfach mal generell. So, Epengewand, wir sind angezogen. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit dem anderen Set. Oder wir gucken uns nochmal ganz kurz an. Nein, leichtes Verlies hatten wir schon. Wir gucken auch mal das Schwere an jetzt einfach mal. Also müssen nochmal in die Verlies-Sets gehen. Holen uns die schweren Verlies-Sets mal raus. Und schauen mal an, ob sich da viel tut. Ja, also schwere Verlies-Sets. Dann müssen wir wieder hier relativ weit runter. Da war es schon. Ne, da war es nicht. Wo ist es denn? Hier war es aber irgendwo. Marsch der Aufopferung.
und Mondjägerfeste. So, wir bleiben mal noch beim leichten Set und dann schauen wir uns das von der Mondjägerfeste an, damit wir erstmal die leichten abgefrühstückt haben. So, das ist jetzt das leichte Set der Mondjägerfeste, also der Mondjäger an sich. Magiekraft, Magiekraft, gewährt 804 kritische Magietreffer und wenn euer alchemistisches Gift feuert, wird eure Magiekraft 6 Sekunden lang um 579 erhöht. Also hier sollte man Gift aktivieren, wenn man das hier haben will. Tja, ist ja auch mal eine Möglichkeit, um Gift zu fördern. Ich weiß nicht, wer von euch alles mit Gift spielt. Ich mache es nicht. Von daher bin ich jetzt nicht so der Fan von dieser Rüstung, muss ich auch wieder sagen. Weil wenn man nicht damit spielt, macht es auch nicht so viel Sinn. So, und dann haben wir hier natürlich noch die Hanus Waffen, die hatte ich eben nicht ausgepackt, aber vielleicht sehen wir das auch alles gleich in Monturen. So, und jetzt muss ich ganz kurz mal mein Inventar vergrößern. Das können wir zum Glück hier auf dem, zack, auf dem PTS mit Krone machen. Dauert ein bisschen, so, hat ein bisschen gedauert. Und schon haben wir wieder ein paar Plätze mehr. Und jetzt haben wir hier mal die Jacke des Mondjägers. Wir ziehen also mal jetzt alles vom Mondjäger an. Mal gucken, wie anders das dann aussieht. So. Das ist jetzt der Mondjäger mit einem schicken Schild hier drauf. Sehr nice. Und das war das Hanus-Schild von eben. So, das ist also Hanu ist alles ein bisschen mehr was mit Geweihen und mit Jägerart. Und der Mondjäger sieht gar nicht so schlecht aus. Und die Schulter, guck mal, auf der Schulter ist sogar ein kleiner Werwolfkopf hier. Gar nicht so schlecht. So, dann tun wir noch die Jacke anziehen. So, dann sieht die Rüstung so aus. Also, das ist einmal die leichte Rüstung Mondjäger oder Hanus Schild. Wie bekommt man nochmal die Beweise? Da schreibt dann Doc F was durch. Genau, ah so ist das das Brett. Ja, das erklärt Doc F gerade, wunderbar. Hier nochmal kurz Hanus Schulterpolster, da auch auf den, ne, auch wieder so Geweihthemen oder Stachelthemen auf den Schultern. Also Hanu ist mehr mit Geweih, das andere sieht mit Fell aus. Okay, das war die leichte Rüstung. Jetzt gehen wir aber mal zur schweren Rüstung vom Verlies. Und zwar haben wir dann Zuflucht von Urus. Das ist jetzt, zack, die schwere Rüstung. Und dementsprechend haben wir hier jetzt wieder andere Items, wieder ein anderes Set-Boni. Und da gucken wir mal, gewährt 1164 maximales Leben, 4% erhaltene Heilung, Wiederleben. Und dann erleidet ihr Schaden, während ihr über weniger als 50% eures Lebens verfügt, beschwört ihr 6 Sekunden lang Urus Geist. Ihr oder ein Verbündeter könnt eine Synergie auf Urus aktivieren, wodurch euch ein Schild gewährt wird, der euch und den Aktivierenden 6 Sekunden lang 13.900 Schaden schützt. Dieser Effekt kann einmal alle 12 Sekunden auftreten. Also, ein Geist, der ein Schadenschild macht, nee, ein Schild macht, so, das ist der Gürtel von Urus, packen wir mal alles rein. Und das sieht dann so aus. Der hat jetzt auch mal richtig dicke Hörner. Ist ja klar, schwere Rüstung, so muss das sein. Ne? Das sieht ja mal richtig nice aus. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da auch noch Waffen für haben. Und Schmuck. Zuflucht von Urus ist der Schmuck. Und was interessanter ist, sind die Waffen. So. Ja, die sehen aber dann natürlich wieder identisch aus, ist halt nur ein anderes Set. Brauche ich jetzt nicht alles auszupacken. Einfach nur mal, dass er auch den Stab gesehen hat, ziehe ich den mal an. So. Ja, da ist er. Mit Kopf drauf, mit Totenkopf drauf und Geweih drauf. Also, das ist das Urus-Set. Gehen wir zum nächsten. Hier, Blitzstab des Mondjägers. Nochmal ganz kurz den. Ja. Auch nicht schlecht. So ein bisschen Lorbeerkranzmäßig wie so ein alter Römer. Das hat auch was. So, und jetzt gucken wir mal das nächste Set aus der schweren Line. Dafür müssen wir jetzt wieder hier suchen. Das
ist, das sind die Waffen, das sind die Zuflucht Urus. Jetzt, wo haben wir es? Schweres Verlies-Set. Haben wir jetzt alle ausgepackt gehabt schon von den neuen? Ich glaube ja, ne? Das war ja einmal... Genau, hatten wir eine, beide ausgepackt. Jetzt muss ich das andere nur noch finden. Wo ist es denn? Urus war das eine und das andere war... Da. Nee, das hat mir jetzt schon ein paar Mal geguckt. Habe ich wirklich alles ausgepackt? Ich muss mal gerade gucken. Moment. Ich bin, glaube ich, gerade ein wenig aus dem Konzept. Aber kriegen wir schon hin. Meine Maus kratzt vor sich hin. Ja, müssten wir alle beide ausgepackt haben. Ich habe aber bis jetzt nur ein schweres... Ah, hier. Mondjägerfeste, da ist es. Tenizität des Kerkermeisters. Und da haben wir das nächste Set. Und das ist jetzt aus der Mondjägerfeste. Gewährt 4%, erhaltene Heilung. Wieder 1164 maximales Leben. Wieder erhaltene Heilung. Und wenn ihr mindestens 25% eures Leben durch einen einzelnen Angriff verliert, erhaltet ihr 6 Sekunden lang größere Vitalität, was eure erhaltene Heilung um 30% erhöht. Also viel mehr Heilung und auch ein neues Schild. Schauen wir uns also auch mal an, wie das Ganze jetzt wieder aussieht. So, das ist das Mondjägerfeste Set für schwer. Und damit haben wir noch nicht das Schild an. Wo ist denn das? Das Schild ist natürlich hier. Nee, ist es nicht. Wo habe ich denn jetzt das Schild hingepackt? Da ist immer nur die Schärpe. Da sind die Schilder. Nur des Mondjägers. Habe ich irgendwas verpasst? Ich muss noch mal gucken. Mondjägers, Urus. Waffen. So, jetzt haben wir es. Ach, das ist wieder das große Schild. Okay, das Schild haben wir auch schon gesehen. Das war der Gürtel, den ich gerade eben meinte. Okay, das Schild kennen wir auch. So sieht es also dann komplett aus, wenn man die schwere Rüstung des Kerkermeisters anhat. So, und weil wir jetzt natürlich das Ganze komplett machen wollen, schauen wir uns auch noch als letztes das mittlere Set an von den beiden neuen Dungeons. Dann haben wir es aber auch durch. Und dafür müssen wir wieder in die Verlies-Sets rein und packen die mittleren mal aus. So, packen wir beide gleichzeitig aus. Und die waren ja relativ weit unten. Einmal Wilder Werwolf und einmal Marsch der Aufopferung. Schön, dass die jetzt beide ganz unten sind. Und fangen wir mit dem wilden Werwolf an. So, da haben wir also das Blutmond-Set. Gewährt 124 Waffenkraft, gewährt 804 kritische Waffentreffer, gewährt 804 kritische Waffentreffer. Und dann, wenn ihr mit einem leichten Nahkampfangriff kritischen Schaden verursacht, wird euch 8 Sekunden lang eine Kumulation Blutgeruch gewährt. Sobald ihr 5 Kumulationen angesammelt habt, seid ihr 5 Sekunden lang erzürnt, wodurch der Schaden eurer leichten Nahkampfangriffe um 48% sowie euer Angriffstempo um 50% erhöht wird. Jo, das ist doch mal wieder für einen Nachtschatten-Nahkämpfer oder was auch immer wieder ein tolles Set. Mit natürlich Ausdauer drauf, ist ja klar, für mittlere Rüstung. Und schauen wir doch mal, wie das dann aussieht. So, packen wir auch alles wieder an. Und so sieht das mittlere Set aus. Das ist jetzt das Blutmond. Ja, auch richtig dunkles Rot drauf. Kann man natürlich alles färben. Ja, die Hörner sind hier ein bisschen mehr nach hinten. Nicht so hirschmäßig wie bei dem anderen Set. Beim leichten Rüstungsset ist es ja mehr der Hirsch. Hier sind jetzt irgendwelche Ziegen oder Bock oder Teufelshörner. Ich mag keine mittlere Rüstung. So, und jetzt gucken wir nochmal das andere mittlere Rüstungsset an. Dann haben wir auch alle durch. Das ist dann nämlich... Jo, ich muss immer die Namen erst wieder finden. Seuchenschleuderer? Nee, das ist Blutmond. Das sind die Schmuckteile. Na, wo sind sie denn jetzt? Ich hatte sie doch gerade aus... Da. Ne, Blutmond hatten wir auch schon. Hä? Ist es das doch? Heißen die beide Blutmond? Hä? Habe ich doppelt ausgepackt? Da kann doch was nicht stimmen, oder?
habe ich doch gerade ausgepackt. Ja, also da finde ich jetzt gerade das zweite Set nicht. Ich gucke nochmal beim mittleren Verlies-Sets. Ich glaube, das ist buggy. Da haben die zweimal das gleiche Set ausgepackt, oder? Habt ihr es mitbekommen? Ja, also das habe ich auf jeden Fall ausgepackt, das zweite. Aber dass ich zweimal Blutmund da habe, macht ja jetzt keinen Sinn, theoretisch. Das Suchflucht von Uranus. Schmuck? Nee. Scheint wirklich nicht das richtige Set ausgepackt worden zu sein. Das scheint zweimal das Blutmond-Set gewesen zu sein, was die da rausgeholt haben aus der mittleren Rüstung. Ja gut, dann müssen wir das im Dungeon gleich gucken. Da werden wir ja sicherlich noch sehen, was denn da an zweiten Set für leichte Rüstung droppt. Wir kriegen bestimmt noch einmal ein Item von der leichten Rüstung, die wir jetzt nicht bekommen haben. So, und ich ziehe jetzt alles an für Mondjäger. Einfach dieses alchemistische Gift, was ich nicht benutze, außer Elambris. So. Also die Schulter nicht, aber das Restliche ziehe ich mal vom Mondjäger an. Dass man das einfach mal gesehen hat. So, noch ein Teil Mondjäger auf jeden Fall. Schulterpolster lassen wir mal aus. Und jetzt habe ich einmal das Schärpe des Mondjägers. Ja, da fehlt immer noch was. Ah ja, die Schmuck-Items möchte ich dann auch vom Mondjäger. So. Okay, das muss jetzt erstmal so fürs allgemeine Kämpfen reichen. Dann ziehen wir natürlich noch einen Feuerstab an. Das mache ich immer. Ein Flammenstab des Mondjägers. So, zack. Und damit sind wir doch schon mal gut ausgerüstet, oder? Ja, sieht doch schon mal super aus. Also, das ist die Mondjägerrüstung. Und das war jetzt erstmal, was für, ja, Teile hier drin sind. Und wir melden uns einfach mal fürs Dungeon an. In der Zeit gucken wir nochmal über ein bisschen Monturen oder sowas. Mal gucken, wie schnell es geht, dass wir ins Dungeon kommen. Weil wir nehmen natürlich die beiden, die jetzt auch wirklich neu sind. Gehen auf die Verliessuche, sagen spezifisches Verlies und machen natürlich nur die Normalversion. Also Marsch der Aufopferung und Mondjägerfeste. Mal schauen, wie lange es dauert. So, und auf geht's hinein. Da haben wir uns also schon mal angemeldet. Was gibt's Neues? Ihr habt schon bestimmt gehört, es ist auf jeden Fall als neues 780 Champion Level. Und Frankreich führt immer noch 1-0, nur so zur Info. Also wie es aussieht, kommt Frankreich ins Finale. So, und dann gibt es neue Gegenstandsset. Also Mondjäger haben wir gesehen, Wilder Werwolf und Tenazität des Kerkenmeisters. Was ich noch nicht gesehen habe, ist das Maskenset Vicosa. Da können wir auch nochmal nachgucken. Das habe ich nämlich jetzt auch drin. So, von daher gucken wir jetzt mal kurz das Maskenset nach. In der Zeit, wo wir im Dungeon Finder sind. Ich hoffe, die Masken sind noch hier irgendwo zu sehen. Muss ich nochmal schauen. Hausbesitzer, Masken, so. Vicosa ist ein neues Set von den Dungeons. Das ist dieses hier, Mondjägerfeste, Veteranen. So, und dann Marsch der Aufopferung, Ballorg. So, das sind die beiden neuen Sets, die es dort gibt. Also, dann habt ihr die beiden auch schon mal gesehen. Wir schauen nämlich jetzt auch nach, was die können. So, müssen wir erstmal wieder auspacken. Und da haben wir es. Das ist also Schulterschutz von Ballorg. Mit schwerer Rüstung, maximales Leben, Mundusstein göttlich und dann Waffenkraft 129, Magiekraft 129. Wenn ihr eine ultimative Fähigkeit nutzt, wird euch 10 Sekunden lang Magie und Waffenkraft in doppelter Höhe der insgesamt verbrauchten ultimativen Kraft gewährt. Magie und Waffenkraft, doppelter Höhe der ultimativen Kraft. Okay, 500 ist, glaube ich, die maximale ultimative Kraft. Dann hätte man 1000. Doppelter Höhe wäre 1000 ultimative Kraft. Ne, Moment, weil 1000 Magie und 1000 Waffenkraft. Ja, okay. 129 ist so drauf. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Und Ballorg sieht so aus. Schauen wir uns doch mal an, wie der... Ne, ich nehme das Leichte. Sieht alles gleich aus. Leicht der Kopf und leicht die Schulter.
Und dann ziehen wir die sofort mal an. So, und das ist Balok mit einem Wolfskopf obendrauf und die Schulter aus Silber. So sieht also dieses Set aus. Und dann haben wir noch das andere Set. Valdings irgendwie hieß das. Moment. Da, Vicosa. Und hier haben wir drauf einmal gewährt 4% erhalten Heilung. Und wenn ihr einen Feind verspottet, lehrt ihr ihn mit einem ohrenbetäubenden Geheul das Fürchten, was ihn 3 Sekunden lang mit größerer Verkrüppelung belegt, wodurch dessen verursachter Schaden um 30% verringert wird. Jo. Okay, da macht der andere nicht mehr so viel Schaden. Gut, das ist jetzt nicht so der Hammer, habe ich das Gefühl, das Vicosa-Set. Aber wir gucken uns auch da an, wie das aussieht. So, das ist das Vicosa-Set. Das sieht alles ein bisschen metallischer aus. Gar nicht so schlecht. Und das ist trotzdem die leichte Rüstung, ne? Also leicht unerschrockenen. So sieht das dann aus. Gar nicht so übel. Gut, jetzt haben wir also die Housing-Items gesehen. Wir haben gesehen, wie denn die neuen Sets aussehen. Es wird ein neues Schlachtfeld geben mit dem DLC. Dann gibt es das Schlachtfeld Istirus, so heißt das. Und dort gibt es, das ist ein Außenposten im späten Zweiten Kaiserreich erbaut und so weiter. Dafür muss man natürlich ins PvP, also in die Arenen, in die Schlachtfelder. Und ja, ist leicht asymmetrisch, also nicht ganz so, wo man ja, normal drüber läuft und weiß, wie es aussieht, sondern ja, auf dem man auch Reittiere einsetzen kann. Also dort kann man auch durch Schlachtfeld reiten. Das ist halt mal was Neues. Aber dafür müssen wir uns in den Schlachtfeldmodus anmelden. Und ob man dann dieses eine Schlachtfeld erwischt, das ist immer die Frage. So, dann gibt es demnächst Burgrückrufsteine. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon welche drin haben. Jetzt packen wir erstmal die Arenen-Gladiatoren-Sachen aus hier. Ach, die kann man gar nicht auspacken. Die sind einfach nur so im Gepäck. Gut, die kann man dann halt nutzen, um das neue zu kaufen. So, jetzt müssen wir nur mal schauen. Na, die Burgrückrufsteine sind dann in Cyrodiil. Da gibt es dann Steine, damit könnt ihr euch dann in die Burg oder einen Außenposten zurückkehren. Die kosten 20.000 Allianzpunkte und dementsprechend muss man nicht mehr den ganzen Weg laufen. Und ja gut, die Burg darf natürlich nicht angegriffen werden oder sowas, ne? Das muss man halt alles dann immer abprüfen. Da gibt es ein paar Voraussetzungen, aber ihr könnt euch dann durch die Gegend porten. So, dann Monturstiele aus Schlachtfeldern. Ja, der Stil Grubendämon. Das ist also sowas, wenn ihr dann in die Schlachtfelder geht, in diese Grubendämon, Sturmfürsten oder Feuerdrachen Schlachtfelder, dann könnt ihr dort jetzt auch einen Stil gewinnen, einen Stil bekommen. Und zwar kriegt man den Stil des Grubendämonen im Todeskampf, den Stil des Sturmfürsten bei Reliktjagd oder Chaosball und des Feuerdrachen, da spiele ich dann am meisten, in Vorherrschaft und Irrer König. Also man muss auch das Richtige spielen, damit man das richtige Set bekommt. Ja, und da bekommt man dann auch Kapitel des Handwerksstils und Sieger haben natürlich eine höhere Chance und ja, die von euch verdienten Medaillen beeinflussen die Chance überhaupt nicht. Ihr müsst euch also nicht ausschmücken, um die Sache noch weiter treiben zu dürfen. Gut, okay, also Medaillen sind wohl egal, aber der Sieger, das ist wichtig. So, erlangt ihr eine Platzierung auf der Rangliste für Schlachtfelder, habt ihr außerdem eine sehr gute Chance auf Kapitel. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann gibt es neues PvP-Sammlungsstück, das haben wir ja schon hier gesehen. Eben diese Arena-Gladiatoren-Rüstung. Was Neues ist die Respezialisierung. Also wie es aussieht, kann man sich dann wohl einzeln respezialisieren. Bedeutet, man braucht nicht mehr alles an Skills wegzuschalten, sondern kann sagen, den einen Skill, diese eine Fähigkeit möchte ich jetzt zurücksetzen und dementsprechend anders morphen oder so. So hat sich's angehört. Ob es denn auch so ist, ich habe es so jedenfalls verstanden. Ich fände es cool, weil ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man mal nur einen Skill neu morpht und nicht immer das Ganze umändern muss.
So, und das scheint also auch neu zu sein. So. Und dann können wir auch nochmal gerade gucken hier beim Herstellen. Da gibt es dann nämlich auch ein neues Set, was man herstellen kann. Müssen wir nach